Sega. Hotlight. Ja, und mit diesem legendären Intro, sag ich mal, begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Valkyria Chronicles 4. Ich kenne ja bisher eigentlich nur das 1 und die Serie. So, beliebige Taste drücken. Ja. So, neues Spiel, Schwierigkeitsgrad, okay. Leicht und normal. Ich gehe von leicht aus. Ja. The day our hometown burned. That was the day we enlisted. At last, we had something to believe in. Something worth fighting for. None of us yet knew. We couldn't foresee what this war would cost us. It was a battlefield. But it was where we grew up. Wind out of the northeast, clear skies, and Nap time's over. Come on, Raz. I wasn't napping, just resting my eyes. You gotta relax, man. You are way too freaking tense. Your hands are shaking. So sack up, Commander. It's about time we get ready to roll out. Let's show those imps what's coming to them. Yeah. Shift in the wind. There. Huh? You getting those wind whispers again? Imperials incoming!
All right, boys, it's go time! Squad E, do you read me? Squad E! This is Commander Claude Wallace. Squad E! The Imperial forces are on the move, heading for your position! Ready to engage. Do not let them break through to the front line. We're counting on you. Roger that. Over. Good luck, Squad E. They won't advance until they're done shelling the area. We should have time to prepare. Kai, take a group to that southern hill and slow down their left flank. Raz, take two soldiers east and make some noise for me. You got that? Gotcha. Keep up or get left behind. At your command. Hoffman, roll out. Ready to engage. All right. Just remember your training. We can do this. Ja, ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen im Anime-Look, Zeichnungslook auch. Ja, es gibt eben eine Serie davon, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viele Serien das genau sind. Vielleicht mittlerweile schon mehrere. Ich kenne nur eine einzige, beziehungsweise. Eliminate all Imperial Hostiles. Let's stop their advance. Squad E, move out! So. Wichtig zu sagen, das ist ein Strategiespiel. Ja, das solltet ihr schon merken. Und es geht wirklich um Krieg. Ja, aber es ist. Ach stimmt, ich habe gar nicht die Sprache ausgewählt. Ich habe jetzt Englisch. Ich könnte auch auf Japanisch spielen. Das erste, das ich habe, ist für die PlayStation 3. Aber das war noch auf nur auf Englisch spielbar, beziehungsweise eigentlich auch auf Japanisch. Und ist eine UK-Version, beziehungsweise heißt das ja Großbritannien oder so. Ja. Und da gab es keinen deutschen Untertitel, das ihr euch auf Steam gekauft habe, weil es gerade auch die DLC dazu kostenlos gibt, wenn man es vorbestellt hat. Hat zum Glück auch deutschen Untertitel. Ja. Das 1 gibt es übrigens auch für PC, also auf Steam, aber auch dort ist es nur auf Englisch und Japanisch. Okay, first we'll see how they respond to some infantry. Squad E, move out! So, und wir hoffen, die okay. Looks like everyone's in position. Finally. I'm their commander. It's up to me to get everyone out alive. Also, ich bin eigentlich der Kommando. Remember your training. We can do this. I can do this. Ja, wir sehen, er ist noch unerfahren eigentlich. Und das ist natürlich ein Tutorial. Kommandomodus. Kampf beginnen, siehst du eine Karte mit dem Gebiet und dem Einheitsposition. Das wird als Kommandomodus. Das, was wir hier tun. Also ich habe jetzt hier einfach weitergedrückt. Und hier wählst du die Einheiten aus, die du Rücksicht des Geländes und der Position der Feinde bewegen. Wege, ja gut, ich spiele jetzt mit Controller, deswegen. Oder? Seht hier, sind die Gegner, glaube ich. Ich kann hier auch springen. Also so. Hier. Ich werde diesen Part jetzt ziemlich kurz halten. Das heißt einfach, der erste Part wird hier kurz gehalten. Aus folgenden Gründen. Ich sag's mal so, der erste Part ist immer so der, der am meisten geschaut wird. Und viele Leute und gerne, wenn sie sehen, ah, der Part sind nur 10 Minuten oder so, etwas in der Art, schauen sie den eher an. Deswegen werde ich diesen Part jetzt mal ein bisschen kurz halten. Einfach mal zum Schauen, ob das etwas verändert oder nicht. Früher wurde beendet. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Egal. Das Auswählen einer Einheit im Kommando.
verbraucht ein Begeben an Off-Du-Einheiten in einer Phase kommt, falls dein KP auf 0 sind, endet die Phase und deine Feinde Phase beginnt. Ja, oder die Feinde beginnen am Anfang. Benutze B und Phase mit dem restlichen KP zu beenden. Ach so, falls wir noch übrig haben. Achte auf. Tunierung von Beginn der Phase beenden. Oh. Damn it, these assholes are in my way. I can't break through this. Why not? You're invincible, right? Are you really getting tripped up over some common foot soldiers? Why don't you ever stop and think? Oh, shut up! Just hurry and take him out, will ya? Thought you'd never ask. This won't take long. Gut, das Ganze ist hier noch Tutorial. Er ist jetzt im Einsatz. So, die Feinde machen jetzt. Genau, wir sind. Wir sehen jetzt, was die Feinde gemacht haben. Die haben halt auf uns geschossen. Dann. Ja, ihr seht, das Ganze ist eben in Anime-Look bzw. Zeichnungs-Look hier so etwa fast wie das Filme. Nur fast. So, wir kommen jetzt ran. There we go. About time, Claude. Yeah, I know. Soldiers, forward. Now's our chance to take the offensive. Bei auf Englisch ist das eigentlich gar nicht schlecht. Unterstützen Sie ein eingedruckt. Victoria und KP. Kommandopunkte werden zu Beginn jeder Runde regeneriert. Ja, ja, das habe ich schon. Dann noch halt. Lassen sich mehrmals nacheinander für die gleiche Einheit verwenden. Okay. Feinde gefährlichen Terror oder Verhaltener Kicke Feinde. Was ich hier ein bisschen schocken vorlese. Ich lese das zum ersten Mal. Ich bin nicht so gut vorlesen. Sie werden aber mit der Zeit müde und beginnen jede Folgenaktion mit weniger OP. Als die vorher. Ach, die Feinde? Nicht verwendete KP werden jedoch in. Nicht verwendete KP werden jedoch in nicht übernommen. Ah, okay. Der Truppe hängt davon ab, wie denn KP ungefähr und natürlich strategisch, weil jeder hat eine andere Funktion und so weiter und so fort. Das heißt, manche sind Fernkämpfer, manche Nahkämpfer, manche haben Raketenwerfer und so weiter und so fort. Aber das werden wir im Verlauf des Spiels dann erfahren, wie das Ganze abläuft. Das ist im Prinzip genau so wie das 1. Vermutlich gibt es einfach noch Erweiterungen. Beziehungsweise es sind einfach andere Charaktere, wenn ich das richtig sehe hier, weil die kenne ich noch nicht. Ich habe sie jetzt einfach durch den Trailer am besten gesehen oder durch das, was ich darüber Bilder und so gelesen habe ein bisschen. Ja, also ich würde mich schon jetzt hier bedanken fürs Zusehen von bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Valkyria Chronicles 4. Leider habe ich vorhin den Namen noch vergessen, ja. Genau. Also liebe Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!